Danke, dass du wieder dabei bist. In diesem Video geht es nämlich um die Dividende Juni 2024, selbstverständlich nur aus dem deutschen Markt, also deutsche Aktien. Und zwar ist ja natürlich Mai und Juni der stärkste Monat, was jetzt die deutschen Dividenden angeht. Und das heißt für dich konkret, naja, Wachstum für dein Portfolio. Mein Name ist Damian Mirzic, ich bin Trader und Dozent auf Udemy, habe dort über 800 Teilnehmer, über 6 Kurse, einfach mal bei Gelegenheit meinen Vor- und Nachnamen eingeben. Das Ganze haben wir auch bei mir auf der Webseite unter finanzsystemhandel.com. Das zum einen, ja, Wachstum für dein Portfolio, Freunde. Ich habe jetzt nicht so viel gefunden wie im Mai. Selbstverständlich gibt es weitaus mehr Aktientitel aus dem deutschen Bereich. Selbstverständlich habe ich aber nur diese aufgenommen, herausgepickt, wo ich denke, dass die eine schöne, üppige Dividende bezahlen. Wie immer ist das alles keine Garantie, also ohne Gewähr. Denn wie du weißt, wird ja die Dividende berechnet. Angenommen, die Dividende beträgt 1 Euro. 1 Euro geteilt durch den Aktienkurs mal 100. Dann hast du die Dividende in Prozent. Wenn aber jetzt zum Beispiel der Aktienkurs bei 50 Euro wäre, hätten wir eine bestimmte Dividendenhöhe. Fällt aber der Kurs zum Beispiel bis zur Dividende um die 10 Euro, ja, dann ist ja die Dividendenhöhe in Prozent anders. Selbstverständlich bleibt 1 Euro immer noch 1 Euro, wenn die 1 Euro ausbezahlen. Aber die Dividendenhöhe in Relation zum Preis, Aktienkurs ist natürlich dann eine andere. Wir wollen keine Zeit verlieren. Noch ein schönes Zitat von John Templeton, der sagte: Der einzige Investor, der nicht diversifizieren sollte, ist derjenige, der immer zu 100% richtig liegt. Wir fangen an mit Evonik Industries. 4,54% Ex-Date ist der 5.6. Ex-Date ist meistens in Deutschland der Tag nach der Hauptversammlung. Da ist es selbstverständlich schon zu spät. Spätestens am Tag der Hauptversammlung muss die Aktie im Portfolio sein für alle Anfänger unter euch. Aber wenn ich weiß, dass ich eh eine bestimmte Dividende haben möchte oder ich verfolge eine Dividendenstrategie, dann werde ich natürlich selbstverständlich diese Aktie bereits schon im Vorfeld vor der Hauptversammlung im Depot liegen haben. Das heißt, weiter geht's mit Mutares, Deutschland 4,21% Rendite. Am 5.6. ist Ex-Day. Dann haben wir nochmal am 5.6. Ex-Day, das wäre Pro Credit Holding mit 4,48%. Kencom Deutschland 3,10%. Am 6.6. ist Ex-Day. Eastone Real Estate Group mit 3,60%, 6.6. Ex-Date. DWS Group 4,8%, 7.6. Ex-Date. Porsche AG haben wir einmal die Porsche AG mit 2,90% am 7.6. Weiter geht's mit Porsche Holding mit 5,22%, 12.6. Ex-Date. Havesco Holding 4,30% am 13.06.24. Zu Porsche AG muss ich noch erwähnen, dass die Hauptversammlung sogar hier am 7.6. meines Wissens tatsächlich auch stattfindet. Weiter geht's mit Patrizia Deutschland, 4,12% Rendite, 13.06.24. Dann haben wir einmal zweimal Sixt einmal Stammaktien, 5,13% am 13.06. Ex-Date und Sixt Vorzug Deutschlands Vorzugsaktien, 6,53% am 13.06. Dann geht es sportlich weiter. Wir haben Knaus Tabert 6,40% am 24.06. Dann haben wir Blue Cap, auch Deutschland, klar, 3,42% am 25.06. Al-Ghayat 2,63% am 26.06. Ex-Date. Envitec Biogas mit 7,57% am 26.06. Pharma SGP, weil falls einer diese Aktie sucht, dann Pharma bitte so zusammenschreiben wie hier.
Ansonsten werdet ihr die Aktie höchstwahrscheinlich nicht finden. Mit 5,90% am 27.06. ist Ex-Date. MLP Deutschland 4,70% am 28.06. und nochmal am 28.06. Bijou Brigitte mit 8,30%. Das sind die Top-Dividenden, was mir so aufgefallen sind im Monat Juni für Deutschland. Das war's zu diesem Video. Falls das Video gefallen hat, gib einen Daumen nach oben, abonniere diesen Kanal, like diesen Kanal, damit du keine Videos mehr verpassen tust. Am diesen Donnerstag geht es weiter mit der interessanten Analyse über die Nvidia-Aktie, denn die hat selbstverständlich seit meinem letzten Video von März 2024 tatsächlich die 1000-Dollar-Marke geknackt und es gibt einen Aktiensplit, Freunde, demnächst. Dranbleiben lohnt sich. Ich wünsche dir noch eine restliche starke Handelswoche. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.